Wenn jemand sagt, und das ist christliche Doktrin ganz deutlich, heutzutage gibt es die moderne Herangehensweise, sage ich mal, dass man von der Allversöhnung spricht. Das heißt, Jesus ist für jeden seine Sünde gestorben. Egal, ob du Adolf Hitler bist oder die Bombe in Hiroshima geschmissen hast, Jude bist, Christ bist, komm alle ins Paradies. Aber die orthodoxe, beziehungsweise besser gesagt die klassische, weil orthodox würde vielleicht jemand verstehen, griechisch orthodox, sondern die klassische Meinung ist, dass es nur einen Weg gibt ins Paradies, und zwar, dass man daran glaubt, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Dies wirft ein großes Problem auf. Das erste Problem ist, die wahre Religion Gottes muss Eigenschaften haben, dass sie zu jeder Zeit von jedem Mensch, das Heil erlangt werden kann. Jetzt fragen wir natürlich, okay, wie ist es denn jetzt mit jemandem, der vor Jesus gelebt hat? Er kommt mit der Erbsünde laut Apostel Paulus auf die Welt, entweder die Sünde im Herzen oder er wird Sünden machen. Jedenfalls, Apostel Paulus hat ganz deutsch Römerbrief 5, alle werden dadurch schuldig gesprochen, durch die Sünde des ersten Menschen. Das steht in Römerbrief 5. Jetzt werden diejenigen heil gesprochen, die an den Opfertod Jesus glauben. Jetzt frage ich natürlich, okay, was ist, wenn ein Baby stirbt und es wird mit der Erbsünde geboren und stirbt? Hier gibt es Probleme. Weil es wird mit der Erbsünde geboren, mit der Veranlagung zu sünden, als Sünder geboren, das findet man in vielen christlichen Büchern. Auch wenn du es ihnen erzählst, werden sie sagen, nee, ist gelogen, jedenfalls einige, aber das können wir gleich nochmal illustrieren. Dann sagen wir, okay, was passiert mit dem Baby? Es geht das jetzt in die Hölle? Synode von Karthago, 405 nach Christus, sagt, ja, es geht in die Hölle. Katholische Meinung. Heutzutage gehen katholisches Krankenhaus und fragen nach, ob es Nottaufe gibt in dem Krankenhaus. Denn in den Krankenhäusern gibt es Nottaufe. Das heißt, das Baby, das wird zum Beispiel zu früh geboren, ist in Lebensgefahr, dass es schnell getauft wird, damit es nicht stirbt und in die Hölle geht. Jetzt gibt es natürlich auch andere Herangehensweisen, aber im Prinzip widersprechen die anderen Herangehensweise dem Konzept des Opfertodes von Jesus. Denn wenn du sagst, Jesus, es gibt nur einen Weg, dass du bekennst, dass du Sünder bist und dass du Jesus als das Angebot wahrnimmst, dass er deine Schuld bezahlt mit seinem Tod, dann heißt es, wenn du es nicht wahrgenommen hast, hast du Pech gehabt, weil du bist Sünder geboren. Was ist mit dem, der im Dschungel lebt? Weg. Was ist mit dem, der vor Jesus gelebt hat? Auch weg. Jetzt sagen wir natürlich, und das ist ein großes Problem. Ich habe beispielsweise schon mit einigen Leuten darüber gesprochen. Ich hatte eine Diskussion mit einem Priester gehabt, Missionar, der in die Moschee kommt, um dort Dauer zu machen, der griechisch-hebräisch kann. Und ich habe ihm diese Frage gestellt. Was hat er darauf gesagt? Ja, wir haben da ein Problem, das ist eine schwierige Frage, aber heutzutage... Was ist das für eine Antwort, Achim? Was ist für eine Antwort? Das ist keine Antwort. Aber heute haben wir alle das Evangelium gehört, ja kein Problem. Wir haben nicht über die geredet, die das Evangelium gehört haben. Wir haben über diejenigen geredet, die im Dschungel leben. Wie ist es im Islam? Dies ist einer der größten Beweise, dass der Islam die wahre Religion Gottes ist. Der Weg zum Heil. Denn wir haben gesagt, die Bedingung muss sein, dass jeder zu jeder Zeit das Heil erfahren kann. Wie ist es im Islam? Der Islam, was ist mit den Menschen, die vorher gelebt haben? Wir sagen, sie haben an einen Propheten geglaubt, der dort gewesen ist. Denn wir sagen, alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft. Dient den einen wahren Gott, tut gute Taten, bereut für eure Sünden und ihr werdet das ewige Leben im Paradies bekommen. Oder ihr verweigert den Glauben,
tut schlechte Taten, bereut eure Sünde nicht vorm allmächtigen Gott und ihr werdet in die ewige Verdammnis der Hölle gehen. Der Prophet Mohammed s.a.w. kam nicht mit einer Religion, mit einer neuen Religion, sondern er kam mit der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Das sind nicht meine Worte, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Er sagt in Surah 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandten erweckt, damit sie den Menschen beibringen, dient dem einen wahren Gott alleine und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Kein Stein, kein Propheten, kein Menschen. Bete nur zum allmächtigen Gott. Nehme dir Jesus, nehme dir Isa als Vorbild. Isa war ein Diener des allmächtigen Gottes, deswegen musst du auch ein Diener des allmächtigen Gottes sein und nur Diener des allmächtigen Gottes. Matthäus 26, Vers 39, und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zum allmächtigen Gott. Wie betete er? So wie alle Propheten gebetet haben, mit dem Gesicht auf dem Boden, so wie die Muslime heute beten. Denn das ist die Religion von Anfang an. Inna dina indallahi il-Islam. Allah sagt in Surah 3, Vers 19, wahrlich die Religion bei Allah ist der Islam. Was ist Islam? Dieses Konzept bedeutet Gott ergeben. Alle Propheten waren Gott ergeben. Was war Moses a.s., als er ausgezogen ist, auf Befehl Gottes? Was war Abraham a.s., Ibrahim a.s., als er bereit war, seinen Sohn Ismael zu opfern, auf dem Befehl Gottes? Was war Dawud a.s., was war Suleiman, was war Isa, was war Muhammad s.a.w.? Diese Menschen waren Gott ergeben und Gott ergeben heißt im Arabischen Muslim. Und die Religion von ihm ist die Gottergebung, sich Gott ergeben, sich Gott hingeben, das ist Islam. Deswegen hat der Islam zu jeder Zeit, an jeder Ort, für jeden Menschen die Heilsbotschaft. Aber der Islam sagt ganz deutlich, wenn ein Prophet kommt, musst du an den Prophet glauben, ansonsten hast du das Gebot nicht erfüllt.